Hallo liebe Trifft-Online-Gamer. Ja, heute mal kein Livestream an diesem Mittwoch. Der liebe Lukas hat auch mal Urlaub. Aber nichtsdestotrotz geht's weiter. Wir haben natürlich trotzdem ein neues Game für euch, eine neue Runde. Lauf, wo sind wir? Lauf Season 3 2, bei Lauf der 3, ne? Season Ja, 2. so. Genau, also geht weiter. Und wir stellen es euch hier mit kurz vor, was wir machen. Ist hiermit auch jetzt alles online, die ganze Beschreibung. Dazu, wie gewohnt, bei uns im Forum. Und was machen wir? Wir machen es diesmal so: Der Streckenaufbau selbst, unsere Containerstrecke, bleibt bestehen vom Aufbau her. Manche werden es freuen, weil viele fanden es echt cool. Manche haben auch gesagt: Ah, das mit dem Container war zwar nice, aber mach, ne? Ist ja halt, ne, klar, man muss sich vielleicht mal wieder aufstellen oder man bleibt beim Hängen. So what? Wir machen noch eine Runde, weil wir haben noch eine Idee, die, glaube ich, ganz schön ist. Und zwar: Die Aufgabe bleibt mit dieser engen Passage, wo ihr wirklich halt es treffen müsst, das Tor treffen müsst, diese Wippe durchfahren müsst, ohne hängen zu bleiben. Gleichzeitig haben wir diesmal aber mehr Speedanteil drin. Das heißt, das Ganze ist mehr ein Race diesmal. Das heißt, wir haben mehr Strecke, die zu fahren ist und auch nicht mehr diesen U-Turn, also diese Wende nach den Containern. Also ein bisschen anderer Flow, ganz anders. Finde ich auch sehr schön zu fahren vom Flow und man trifft, finde ich, auch einfacher die Container, weil man so ein bisschen mehr aus der Dynamik heraus reinfährt. Aber das müsst ihr probieren, müsst ihr eben schauen, wie ihr da wiederum am allerschnellsten seid. Das ist die Aufgabe. Und ja, was machen wir? Wir zeigen es natürlich einmal. Ich fahre mal gleich eine Runde. Und dann alles Weitere ist ja im Forum. Könnt ihr ja nach wie vor dann alle Informationen kriegen und euch austauschen. Ganz kurz natürlich auch noch zur letzten Runde. Das wollen wir nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, ganz klar. Videos schauen wir heute nicht an. Könnt ihr natürlich anschauen, sind ja im Forum auf der ersten Seite von dem jeweiligen Lauf immer ganz oben dann auch gepostet. Ja, gewonnen hat in der Sportklasse haben wir Sportklasse einen war Lieutenant der Spawn. Lieutenant Spawn, genau, und in der Pro-Klasse, ich habe gerade das Wort gesucht, in der Pro-Klasse hat der liebe TomTom gewonnen. Euch beiden herzlichen Glückwunsch, auch allen anderen wieder, also war wieder mega, was ihr da gefahren habt, war wieder geil zu sehen, wie über diese 2 Wochen die Zeiten geputzelt sind und da immer noch mehr ging, richtig cool. Und genau, ja, von dem her würde ich sagen, habt weiter Spaß, denkt dran, also ihr braucht jetzt wieder das Equipment natürlich für die Strecke, weil auch die Frage öfter mal kam. Aber um das Ganze ein bisschen mehr in, sag ich mal, vergleichbar zu bekommen und damit wir das Ganze auch wirklich professioneller machen können, werden wir auch weiter eben die Sachen nutzen, die wir in dem Paket für euch zusammengeschnürt haben. Deswegen haben wir das Paket ja auch so euch angeboten. Besorgt euch das, wenn ihr es noch nicht habt, weil die nächste Runde danach, mein Bruder hat es, glaube ich, schon angeteasert, da werden wir das erste Mal die Brücke brauchen. Ja? Von dem her, ja, würde ich sagen, fahren wir eine Runde, wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da gibt es dann wieder den normalen Mittwochs-Livestream, wo wir dann aber auch natürlich den Videocontest von diesem Mal wieder auflösen werden. Ihr habt gesehen, das ist nicht ganz ohne. Die Aufgabe, die Strecke selber, die zu fahrende Strecke ist diesmal deutlich länger. Und wir haben dann auch selber gemerkt beim Zeichnen in die Skizze, wie zu fahren ist. Uiuiui, da muss man aufpassen, dass man danach auch durchblickt. Und ja gut, deswegen haben wir das ganze Kind am Ende des Tages Container-Brainer genannt, also sozusagen Container-Denksportaufgabe, weil wir wollen euch ja daheim auch fit halten und ihr sollt ja auch, ne, da oben die Synapsen trainieren und deswegen, also echt gar nicht ohne und man verfährt sich da ziemlich schnell auch mal. Und ja, wie gesagt, ihr wisst ja, Outtakes sind auch immer gut, her damit, wenn ihr wieder den Videocontest wieder mitmachen wollt, alles prima. Ihr werdet sehen, ihr werdet es hinbekommen und wir freuen uns auf eure Zeiten, auf eure Videos. Jo, in diesem Sinne, viel Spaß und wir hören uns dann eben nächste Woche Mittwoch wieder live hier vor Ort. Ciao.
Naja. Ja, steht fast drin.